Hallo Facebook! Ach, es ist so gemein. Ich habe Martha, die wunderbare Martha, die heute hier ist. Oh Gott, jetzt höre ich mich noch selber. Nur einen Moment. Ich höre dich gut. Ich höre mich gut. Gut. Die Martha hat total für uns geworben und ich habe mich so gefreut. Und jetzt ist die Technik gerade bei Martha etwas in Schwierigkeiten geraten. Und wir sind einfach mega happy, dass ihr da seid und auf Martha, auf Saskia, auf uns gewartet habt. Und wir konnten es bereinigen und haben es geschafft, nun hier zu sein. Und wisst ihr was? Dieses Verständnis ist total hammermäßig, weil diese beiden Damen blieben ruhig. Mein Puls ging ein bisschen höher. Und doch, wir wussten, es gibt eine Möglichkeit und wir hätten eine Lösung gefunden. Und von dem erzählen wir. Es gibt danach nicht keine Pannen mehr im Leben oder Schwierigkeiten oder Technikkram oder Sturm im Haus, aber sie sind leichter zu lösen, damit zu sein. Und heute geht es um Martha. Und Martha kenne ich schon über 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren habe ich sie immer besser kennengelernt. Von einer ruhigen Zuhörerin, einer ganz präsenten Frau, die jeden Raum mit dieser Ausstrahlung erhält, wurde sie zu einem Menschen, den ich in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen erleben durfte. Aber diese Ruhe, diese Präsenz, diese Klarheit, die wurde nur noch größer, je länger, dass ich sie kenne. Und sie ist zu einem unglaublich tollen Transformative Coach geworden. Und Saskia erzählt nun, was denn da so über Martha im Buch drin stehen wird, bevor ihr dann die Bühne gehört. Danke, Lia. Mir ist es so schön. Ich lese mal deine Kurzbiografie vor. Martha Tretter ist Online-Life-Coach. Sie lebt mit ihrem Partner in Wien, wo sie neben ihrer Tätigkeit als Coach Martha auch Stadtführungen anbietet. Das Stadtleben verbindet sie gerne mit Besuchen am Land bei ihrer Familie, mit viel Zeit in der Natur. Martha liebt britische Krimis und trinkt nachmittags Earl Grey Tea. So schön. Ich bin so gespannt. Martha, auch noch die Frage an dich. Was hat dich dazu bewogen? Weil ich weiß ja auch, dieses Rausgehen und Zeigen und mit dir rausgehen und sichtbar werden mit deiner Geschichte war nicht nur deins. Und da kam ja so viel an da hingezogen werden. Was war denn das genau, was dich veranlasst hat, das, da wirklich dabei zu sein und deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Ein bisschen was erzähle ich dann auch in der Geschichte davon. Es waren die Geschichten, die ich selber von jemand anderen gehört habe, die mich so berührt haben und für mich so viel angestoßen haben, dass ich mir auch jetzt in der Vorbereitung wieder gedacht habe, es ist so schön, jetzt selber Teil dieser großen Geschichte zu sein, meine Geschichte zu erzählen und vielleicht jemanden damit zu berühren. Und das
das ist alles. Das darf einfach rausgehen. Und ja, und da bin ich dann auch nicht so wichtig. Auch wenn ich natürlich ein bisschen aufgeregt bin und gehört dazu. Absolut. Und das ist so was Schönes. Das tönt irgendwie manchmal auch etwas paradox, aber sich zeigend und doch weniger wichtig dabei zu sein. Und das empfinde ich genauso. Also das ist so schön, das, was du gerade gesagt hast. Deine Bühne. Wir freuen uns. Danke sehr. Also ich lese einen Teil meines Textes, der in unserem schönen Buch erscheinen wird. Und der erste Teil heißt: Gedanken sind Energieräuber. Früher machte ich mir viele Gedanken darüber, was ich mache, wie ich es mache und ob ich überhaupt etwas machen soll. Es beschäftigte mich unglaublich stark, was andere Menschen über mich denken. Fragen, die ich mir ständig stellte, waren: Mache ich das richtig? Mache ich das gut genug? Verhalte ich mich der Situation entsprechend? Durch all diese Gedanken war das Leben für mich unglaublich anstrengend. Das ständige Analysieren von Situationen kostete viel Energie. Ein Gefühl von Schwere war normal für mich. Meine Gedanken verselbstständigten sich regelmäßig. Es herrschte solch ein starker Sturm in meinem Kopf, dass der beste Ausweg schien, mir eine Geschichte auszudenken. Es fühlte sich so an, als würde die Geschichte einfach entstehen, wie ein Film in meinem Kopf, ohne mein Zutun. Bis ins letzte Detail malte mein Verstand die Situationen aus und es fühlte sich alles ganz real an. Ich wurde in die Gefühle hineingezogen und erlebte im Inneren alles mit. Dadurch wurde meine Stimmung schlecht. Ich fühlte mich niedergeschlagen und erschöpft. Ich fühlte mich unfähig, die Geschichte zu stoppen. Auch wenn mich diese Phasen sehr viel Energie kosteten, hatte dieser Vorgang in meinem Inneren Suchtpotenzial. Wenn ich Menschen traf, die in meiner Geschichte vorgekommen waren, verhielt ich mich ihnen gegenüber anders. Ich hatte ja etwas erlebt mit diesen Menschen. Sie hatten sich in meiner Geschichte auf irgendeine Weise verhalten. Das konnte durchaus zu einem unguten Gefühl und Irritationen führen. Ich verstand nicht, warum ich mir diese meist dramatischen Geschichten konstruierte. Ich konnte mir auch nicht erklären, wie andere Menschen glücklich und energiegeladen durchs Leben gehen konnten, scheinbar ohne sich viele Gedanken zu machen und resistent gegenüber Rückschlägen und Situationen, die nicht so waren, wie sie sich das vorgestellt hatten. Peinlichkeiten und Blamagen schienen sie nicht so zu berühren wie mich. Oft kaute mein Verstand solche Erlebnisse immer und wie immer wieder durch. Tagelang verließen mich diese unangenehmen Gefühle nicht. Eine Auswirkung davon war, dass ich mich sehr oft einfach nur einigeln wollte. Nichts und niemanden sehen und hören müssen und einfach meine Ruhe haben, war mein einziges Bedürfnis. An Arbeitspensum schaffte ich meist genauso viel, wie vor mir lag. Sofern es von außen kam, war es egal, ob es viel oder wenig war. Ich schaffte es auf jeden Fall. Allerdings brauchte ich die Zeit dazwischen dann für Erholung und Nichtstun. Da war dann keine Energie übrig und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich viel neue Energie tankte. Wenn ich allerdings mitten in der Arbeit, mitten im Tun war, vergaß ich oft noch zusätzlich darüber nachzudenken. Dann ging es mir einfach gut und ich fühlte mich im Flow. Kurz danach spazierte ich dann wie auf Wolken nach Hause, ein richtiges Hochgefühl.
Erst etwas später merkte ich dann, dass ich müde war. Das nicht noch zusätzlich Denken setzte Energie frei, die ich für kurze Zeit intensiv spüren konnte. Doch damals verstand ich noch nicht, was da passierte. Es war jedenfalls anders als sonst und ich bemerkte es. Ich schrieb es der Tätigkeit selbst zu und schlussfolgerte, dass diese eben besonders gut zu mir passe. Auf der Suche. Ich hatte mich schon mehr als 2 Jahre lang immer wieder mit mir und meinem Leben, was mir passiert und wie ich damit umgehe, beschäftigt. Ich hatte Bücher gelesen, Online-Kurse gebucht und selten zu Ende gemacht, Yoga, Meditation, Journaling, Affirmationen und so weiter. Irgendwann hatte ich alles für eine gewisse Zeit durchgehalten. Ich versuchte, mich und mein Tun zu verstehen, meine Gefühle, meine Ängste zu verstehen, wo sie herkommen, was ich tun kann, welche Technik mir helfen könnte, besser mit meinen Ängsten und Unsicherheiten umgehen zu können. Ich dachte von mir, dass ich viele wunderbare Seiten hätte, die durch die Ängste und Unsicherheiten jedoch nicht zum Leuchten kommen könnten. Einige Lebensthemen glaubte ich schon entdeckt und bearbeitet zu haben. Ich hatte schon sehr viele Erkenntnisse gesammelt. Bei einigen Punkten kam ich aber einfach nicht weiter. Was andere Menschen über mich denken und sagen, beeinflusste mich weiterhin stark. Ich fragte mich, ob sie mich mögen, ob ich es allen recht mache, ob sie mich als spannend, intelligent und wertvoll wahrnehmen. Und gleichzeitig wollte ich meine eigenen Bedürfnisse besser spüren, um ihnen Raum geben zu können. Ein paar Monate vorher hatte ich zum ersten Mal und nach langem Überlegen einen neuen Kurs begonnen, darin Geld investiert und war mir sicher, dass mir diese Inhalte und Hilfestellungen jetzt den gordischen Knoten lösen werden. Ich war mit Eifer dabei, merkte aber, dass ich vieles wieder nicht umsetzen wollte oder konnte. Ich spürte innere Widerstände und war mir selbst im Weg. Dann kam die Einladung, mir im Laufe von mehreren Tagen Videos mit Geschichten von Menschen anzusehen, die die 3 Prinzipien für sich entdeckt hatten. Was über deren geheimes Leben erzählt wurde, hörte sich teilweise eigenartig an. Dann hörte ich von starken Veränderungsprozessen und so viel Zuversicht und Vertrauen. Ich hörte von all den Entdeckungen, die diese Menschen gemacht hatten. Viele dieser Geschichten berührten mich sehr. Ich spürte Vertrauen ins Leben. Ich hatte für mich etwas gespürt. Ja, es war, als hätte ich mich erinnert an Dinge, die ich immer wusste, die in mir waren. Es fühlte sich so stimmig an. Ich hatte Hoffnung und Zuversicht und ich wollte mehr wissen und hören. Ich fühlte mich überwältigt und konnte manchmal nur sitzen und in die Luft schauen, als müsste das Neue erst einsinken und wirken. Es ließ sich kaum in Worte fassen. Was diese Menschen erzählten, fühlte sich stimmig und echt an. Ich spürte, dass alles gut ist und von da an ergaben sich die nächsten Schritte wie von selbst. Das, worauf ich gewartet hatte, passierte. Ich war mir innerlich sicher, hatte Klarheit und wusste, dass ich angekommen war. In Erinnerung geblieben ist mir eine Geschichte, in der eine Frau erzählte, dass sie 5 oder 6 Mal ein Hörbuch gehört hatte, bis es auf einmal Klick machte. Sie war mitten in der Stadt unterwegs und wusste plötzlich, dass sie sicher ist im Leben, dass sie die richtigen Schritte setzen wird, wenn der Zeitpunkt da ist. Ich spürte, dass Fragestellungen in meinem Leben, die ich bisher mit Gedanken und Ideen und Büchern und Ratgebern und Fachmeinungen nicht hatte lösen können, hier beantwortet werden können. Einige Psychologen und Therapeuten, die wirklich alles versucht hatten mit ihren Klienten und trotzdem keine oder wenig tatsächliche langfristige
Veränderungen erwirken konnten, hatten bei den drei Prinzipien neue Antworten gefunden. Das war und ist für mich unglaublich spannend. Eine der neuen Einsichten für mich war, meine Gefühle kommen von meinen Gedanken. Wir konstruieren uns unser gesamtes Leben mit diesen Gedanken. Und ich muss diese Gedanken nicht zwangsläufig ernst nehmen. Es sind keine Handlungsanweisungen. Sie kommen und gehen einfach. Das war für mich revolutionär. Ich dachte immer, alles, was mein Kopf so produziert, ist besonders wichtig für mich. Viele sehr ich-zentrierte Strömungen der Persönlichkeitsentwicklung zielen doch gerade darauf ab. Ich war gerade noch stolz darauf gewesen, endlich mit Anfang 40 herauszufinden, wer ich bin, was ich mag, was mir passt und was nicht. Und jetzt soll das nicht so wichtig sein? All diese Einordnungstests für die Persönlichkeit kamen mir in den Sinn. Und die Erkenntnis, das sind alles nur erlernte Muster und Gedankenkonstrukte. Das war neu, fühlte sich tief darunter, aber sehr wahr und richtig an. Das erste Mal verstand ich wirklich, was es bedeuten kann, dass wir alle miteinander verbunden sind und es eine Lebensenergie gibt, die durch uns fließt. Ich hatte das schon so oft und in verschiedenen Zusammenhängen aus unterschiedlichen Quellen gehört und nie wirklich verstanden. Jetzt hatte es nichts mehr mit Esoterik zu tun oder was auch immer ich da früher vermutet hatte. Ich spürte, dass es stimmt, dass wir einfach unterschiedliche Ausprägungen menschlichen Lebens sind. Dass es bis zu einem bestimmten Grad tatsächlich nichts Persönliches ist, ein Ausdruck des Lebens zu sein. Ich fand es revolutionär, dass mich das nicht störte. Ganz im Gegenteil, ich fand es großartig. Das Gefühl stellte sich ein, dass ich alles im Leben bewältigen kann, dass das Leben ein Tanz ist, vor, zurück, auf die Seite und wieder vor. Es kann nichts passieren, alles ist gut. Der tiefe Abgrund, den ich oft, wenn auch in gewisser Ferne, gefühlt hatte, war und ist bis heute weg. Ich bin innerlich viel ruhiger geworden, durchlässiger für das Auf und Ab des Lebens. Emotionen dürfen kommen und auch wieder gehen. Es ist okay. Ich muss sie nicht festhalten, analysieren und auseinandernehmen. So viele Glaubenssätze haben sich in Luft aufgelöst. Ich fühle mich freier und muss nicht mehr so stark festhalten an dem, was mir lieb ist. Meine ständige und latente Unzufriedenheit hat sich in Frieden verwandelt. Ich habe weniger Beurteilungen und ich mag Menschen wieder. Dann hatte ich einen schönen Moment beim Radfahren, mit Blick in die Weite. Ich spürte, dass ich wirklich und wahrhaftig leben will, weil das Leben gerade so spannend geworden ist, dass ich richtig neugierig bin auf die Zukunft. Oh. Wir sind neugierig, wie es weitergeht. Ja. Oh, ich habe da schon so viel und dann war es leicht, gespürt und gehört. Und leichter und leichter und leichter. Ist das nicht verrückt? Ja. Vielen Dank, liebe Martha. Und so viel Martha, in nicht mehr so viel Martha. Danke. Danke euch. Ja, und morgen wird es weitergehen. Erneut mit und dann war es leicht. Und Anita, die war eine Vorsorgerin, die hat sich gesorgt und um alles gekümmert. Und was sie heute
darüber denkt, wirst du morgen erfahren mit Saskia und Shelia. Und ich hoffe, ohne technische Probleme. Und schön warst du heute dabei. Und ich glaube, ganz viele freuen sich auf deine Mittelzeilen, Martha, weil dieser Beginn und dieser Schluss, da möchte man einfach wissen, wo du überall gegangen bist, auf welchen Wegen da, dazwischen. Genau. Vielen Dank, Martha Trette, übrigens aus Wien. Und wir sagen Tschüss aus Wien und aus Riga und aus Winterthur heute. Ja. Ciao miteinander. Ciao.